Schwester Nessa. Ich möchte euch heute einmal den Trend Tentoring vorstellen und kurz erklären. Und zwar ist das Tentoring eine natürlichere Variante zum Contouring. Und dafür benötigt man, wie auch schon ein bisschen der Name verrät, Self-Tan, also Selbstbräune. Einen helleren und einen dunkleren, damit ihr wie beim Contouring diese helleren und dunkleren Partien im Gesicht erzielen könnt. Wie das nun alles genau funktioniert, seht ihr jetzt. Ich starte mit dem helleren Selbstbräuner und zwar ist das der More Than Tan von Artemis of Switzerland. Den trage ich mit einem Grundierungspinsel erstmal großflächig auf mein ganzes Gesicht. Und der sieht jetzt gerade wirklich sehr, sehr dunkel aus. Der wird aber noch heller und durch das Einwirken in die Haut sieht das dann auch noch natürlicher aus. Wenn man Selbstbräuner verwendet, darf man sich da am Anfang gar nicht so erschrecken, dass das so dunkel aussieht. Das wird auf jeden Fall noch weniger. Wichtig ist, da wirklich gründlich zu arbeiten und sich diese Zeit auch zu nehmen. Ich verwende jetzt nochmal einen sauberen Pinsel, einfach nur, um den Selbstbräuner nochmal besser in meine Haut einzuarbeiten und zu verblenden vor allem, damit es dann auch natürlich aussieht und nirgendwo eine Unebenheit von dem Selbstbräuner zu sehen ist. Und ja, ich nehme mir dafür auch wirklich Zeit, damit das auch ein ordentliches Ergebnis wird. Das Tolle an der Arbeit mit Selbstbräunern ist, dass man praktisch einmal ein bisschen mehr Zeitaufwand hat, aber dann für ein, zwei Tage auch wirklich wunderschöne Ergebnisse, je nachdem, wie oft man eben sein Gesicht wäscht. Abhängig davon wird der Selbstbräuner halt im Laufe der Zeit weniger. Aber ich finde, da lohnt es sich einmal, diese Zeit zu investieren. Das habe ich so lange gemacht, bis ich wirklich zufrieden war und habe dann zu der dunkleren Nuance gegriffen. Das ist der St. Moritz Selbstbräuner. Das ist ein Mousse in der Farbe Dark und den habe ich mit so einem angeschrägten Pinsel aufgetragen, um einfach perfekt meine Kontur bei dem Wangenknochen zu erwischen. Und den verblende ich sofort mit einem angefeuchteten Beauty Blender, weil der zieht wirklich sehr, sehr schnell ein. Da muss man ein bisschen zackig arbeiten und tupfe den praktisch auch so ein, dass meine Kontur dann da später entsteht. Lasst euch von den Balken bitte nicht abschrecken, das bleibt nicht so. Das ist praktisch einfach nur die Vorbereitung. Das gleiche mache ich an meiner Stirn. Ich nehme den Pinsel und trage da, wo meine Kontur sein soll, den Selbstbräuner auf und tupfe ihn mit dem Beauty Blender wieder ein. Wenn das fertig ist, lasse ich das so 10-15 Minuten einwirken, um es dann danach mit Wasser zu entfernen. Wenn ihr mehr Zeit habt, könnt ihr das auch gerne länger einwirken lassen und euch dann einfach auch das komplette Gesicht waschen. Ich nehme ein angefeuchtetes Wattepad und tupfe da den überschüssigen Selbstbräuner ab, damit dann das natürliche Ergebnis sichtbar wird. Ebenfalls an der Stirn. Und einfach ein trockenes Wattepad, um meine Haut trocken zu tupfen. Um meinen Hautglanz zu reduzieren, nehme ich das Just Cosmetics transparente Puder, auch einfach nochmal zum Fixieren. Und dann ist das Ergebnis vom Tentoring auch schon fertig. Und ich finde das Ergebnis wirklich sehr schön, sehr natürlich und sehr alltagstauglich.